Mahlzeit, willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits und einem weiteren Teil der Big in Japan Tour 2023. Wir sind in Japan, wir sind in Nagoya, wir sind in unserem Zimmer. Das habt ihr gestern ausführlicher gesehen. Wir haben uns jetzt fertig gemacht, angezogen. Wir gehen jetzt runter. Es gibt hier wieder natürlich kein inkludiertes Frühstück, aber nebenan ist direkt der Family Mart und da gönnen wir jetzt auf jeden Fall was und dann kommt heute ein Park, der hat ein Highlight, der hat 3 Counts, der hat ein paar Tiere, da freut die Uschi sich und hat sich jetzt doch für die Weste entschieden. Ja. Lecker. Ja. Mit Weste. Aber nicht Pullover. Okay, ich habe nur Oster an. Nee. Und alle jetzt so, gut, der aber. Oh, nee. Zu Recht. Drückst du bitte? Wieso muss ich denn drücken? Weil ich mich nicht getraut habe, weil da kein Knopf ist. Ja, da ist er, ne? Ja, lieber keinen Corona. Vorsicht hinter dir, ist immer ein Tablet. Okay, wir gehen wieder. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Leute, das ist ein süßes Stütchen mit Black Pepper, Mayonnaise und Bacon. Ah. Ein bisschen eklig. Auch hier, also wir fahren mit der U-Bahn heute und auch hier ist wieder, du guckst oben auf den Plan, wo möchtest du hin, da ist eine Nummer und die gibst du dem Automaten an, dass du dahin möchtest und dann kriegst du dein Ticket. Und gut aufbewahren, nicht wegschmeißen, du brauchst das beim Rausgehen wieder, sonst kommst du nicht raus. Wie heißt es eigentlich, wo wir heute hingehen? Higashiyama Zoo und Botanical Gardens. Und ja, wir sind jetzt an eine U-Bahn-Station angekommen, die wir brauchen. Und es ist jetzt nicht zu übersehen, wo der Weg lang gehen soll, um dahin zu kommen, offensichtlich. So, wir sind an der Kreuzung vorm Eingang und geht auf jeden Fall schon was ab. Und es ist auch wieder so eine Kreuzung, wo du überall rüber rennen kannst, ne? Da vom Parkhof kommen die Massen. Und wir müssen natürlich erstmal zur Kasse. Wir sind übrigens nur 18 Minuten jetzt hier hingefahren mit der U-Bahn und halt die 5 Minütchen gelaufen zum Bahnhof und jetzt 3 Minuten hier rüber oder was. 9 bis 16 Uhr heute, oder was? 16 Uhr. 50. 16 Uhr. 17 Uhr eigentlich. Aber. Ja, ja. 16 Minuten abgezogen. So, wir sind keine, also inzwischen sind es keine 10 Minuten mehr vor Parköffnung und stehen in der Schlange für die Kasse, die ums Eck geht. Und es ist noch keine einzige Kasse auf. Wäre auch zu einfach, Tickets vorher zu verkaufen und die Leute dann einfach reinströmen können, wenn man aufmacht. Das haben sie jetzt auch erkannt, dass es echt schon ein bisschen crowded ist vor der Kasse und haben jetzt einfach panisch den End-of-Line-Mitarbeiter rausgeschickt oder Mitarbeiterin mit dem Schild End of Line. Und die stellt sich jetzt dahin, wenn es anfängt, dass man die Leute hier reinlässt. Das sind Einteile für die einzelnen Kassenfenster auch noch. Herrlich. Ja, gut, man kann ja auch vor lauter Schildern nicht sehen, welche Kasse überhaupt auf hat und welche ja, nicht. Ja, was überhaupt eine Kasse ist. Also alles zugeklebt wieder und beschildert. Ja, Schilderwald. Ne? Also bei uns ist das nicht so. Auch wenn das bei uns immer kritisiert wird. Und in deutschen Parks, dass viele Parkbetreiber ja auch sagen, wenn du zu viele Schilder machst, dann wird noch weniger gelesen als so schon. Südjapan ja, nicht so. Südjapan nicht so. Meine Damen und Herren, wir sind drinnen für unverschämt günstige 500 Yen pro Person. Außer ihr seid 15 oder drunter, dann kostet das gar keinen Eintritt und ab 65 Jahren nur noch 100 Yen. Das ist ja wohl ein Witz. Die Attraktion, die zahlt man aber drin. Die machen wir jetzt auch als erstes, bevor wir uns natürlich den Zoo angucken. Ja. Uschi ist nur wegen dem Zoo hier. Der Parkplan hat sich jetzt noch nicht als nützlich erwiesen, den ich gesehen habe. Aber alle strömen erstmal rein. Also, es ist auch ein bisschen hügeliger da wahrscheinlich, wo die Bahnen sind. Und es ist also auch so, als auf einem Fleck ist. Was ja ganz gut ist. Ach, jetzt geht's. Also. Ich habe gerade was aufblitzen sehen, was aussieht wie Amusement Park. Da steht auch Amusement Park. Und
dass sie ein bisschen ab vom Schuss, Treppe hoch über die Straße, uppala, nicht fallen. Nee, das sind erst die zwei Schilder, Gates, die auf dem Plan unten waren. Ah, oh, jetzt wieder die Katzenpisspflanze. 10 Uhr. Also erst in einer Stunde oder was? Sollen wir denn die Rampe hochgehen? Ja, wir gucken mal, wo wir denn gleich so hin müssen. Was? Sie können 3 Ihrer Lieblingsattraktionen fahren, maximal 480 Yen. Und dafür soll ich 6 Euro bezahlen? Ah. Okay. Aber es gibt, also 3er-Tickets gibt es? Oder was? Ich kann alleine fahren von der Grundschule mit Eltern. Aha, kapiere ich nicht. Ein Ticket hat den Wert von 120 Yen. Deswegen kostet das 3 Tickets. Und deswegen steht hier drin, das kostet 3 Tickets. Ah, okay. Du darfst also, so und so alt sein. Du brauchst 3 Tickets. Genau. Yes. Also 3 mal die 120 dann. Genau. Ah. So, eins der Highlights auf jeden Fall auf dieser Tour ist das Ding, der Slope-Shooter. Und das ist halt, jetzt denkt ihr, hä? Ist ja eine Bobbahn und so, aber es hat erstmal so einen Lift und es ist ein Coaster, weil es quasi so Side-Friction ist. Du wirst hier seitlich geführt, deswegen die ganzen Räder, die großen an der Seite. Und dann geht es halt gleich so eine Betonrinne runter. Die machen gerade noch Trackwalk, die reinigen die Strecke gerade noch, holen halt Laub und so raus. Lift läuft aber schon. Und ja, wir sind hyped. Die anderen Achterbahnen sehe ich von hier aus noch nicht, obwohl das 2 relativ große sein müssen. Die sind wahrscheinlich da oben, ne, wo das Riesenrad auch ist. Also hier sind schon mal einige Gehege leer, verwaist. Ja, wir sind verreist. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass das hier alles nicht schön ist. Dass ich nicht, ich weiß es nicht, wie Tierhaltung in Japan geregelt ist. Das ist halt in Deutschland sehr krass reglementiert. Hier weiß ich es nicht. Und ich kenne auch schon die Kommentare, dass einige Leute das nicht machen würden, nicht hingehen würden, dass das nicht unterstützen würden. Verstehe ich auch, respektiere ich auch. Ich möchte aber Achterbahn fahren und dann gehe ich halt hier hin. Da bin ich böse genug für. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber dann haben wir das jetzt auch abgehakt, ne? Das übliche Thema. Ich weiß, ärgern die den jetzt oder ist der einfach nur... Aber wer schreit denn immer so tief? Oh Mann. Ja. Laut, ey. Okay, kurz nachgereicht. Der Männerschrei, der kommt von dem Affen selbst auch. Der macht das selber. Das hat er sich irgendwie abgeguckt wahrscheinlich. Okay, es ist noch schlimmer, als wir gedacht haben. Also so cool, das ist jetzt im Mandrill mal so nah zu sehen, das ist doch wirklich kein Zustand. Alter, ey. Also das hier drin, die hocken, die liegen alle auch in ihrer eigenen Scheiße hier und... Tolles Gelände übrigens. Komm ich ja nicht. Yeah.
Ja, also ich würde die Hände auch irgendwie drin lassen. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ja, natürlich werden wir total schnell. Wir sind ja jetzt schon viel zu schnell. Oh, wie, oh, wie. Oh, warum kippt das denn so? Oh, Bremse, Bremse! Oh. Oh. Das ist mega geil. Finale Kurve. もうちょっと座って待っててください。 fanno che c'è di fuse Ultra geiles Ding, der Slope Shooter hat mega Spaß gemacht. Wir hatten aber jetzt gerade ein Ticketproblem. Also man kann das ja in einem Automaten ziehen und es gibt ein Ticket, da sparst du 480 Yen, wenn du drei Sachen fährst. Wir wollen drei Sachen fahren. Ist nur ein bisschen doof, der Automat hat das jetzt nicht ausgespuckt, obwohl es ein Weekday ist. Und jetzt haben wir einen Mitarbeiter gefunden, der uns gerade gesagt hat, ja, das geht nicht, weil heute ein Special Holiday ist. Und deswegen kann man jetzt das Ticket heute nicht kaufen. Wir wissen nichts von dem Feiertag heute. Ja, die holen sich alle ein Wristband, das muss man am Schalter holen. Aber da ist ein Automat auch. Am Automaten kriegst du halt keine Wristbands, aber Tickets und wir fahren ja jetzt nicht alles. Deswegen brauchen wir kein All-Day, Whole-Day, irgendwas Ticket. Das, ne? Jo. Wolken, das ist ein rotes X. Der ist nicht grün. Woo!
Kopf einziehen. Wir sind Achterbahn gefahren. Das hier ist nicht die Achterbahn, das ist der komplette Amusement Park. Hier in dem Zoo und Botanischen Garten. Nach dem Slope Shooter, man weiß es nicht, sind wir zu der großen, richtigen Achterbahn gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Rollercoaster, das könnte das Problem sein. Richtig cool, hat echt Spaß gemacht. Nur hast du gar keine Beinfreiheit. Also war nicht so eng wie Gold Rush, aber war schon knapp. Ich glaube, da stand auch wieder was mit 1,85 dran. Das hat seine Gründe. Es war auf jeden Fall sportlich, aber wir saßen zusammen drin in der ersten Reihe. Danach kam man halt nicht mehr raus, aber ist ja auch egal. Aber es ist echt gut gefahren, hat Spaß gemacht, war flotti karotti unterwegs und es hat sich an zwei Stellen so nach links und rechts geschleudert, aber da du nur so ein Lapbar hast, war das alles vollkommen entspannt, meiner Meinung nach. Und dann sind wir jetzt hier runter. Es gibt dann nochmal, der Amusement Park ist ja irgendwie oben und da gibt es dann nochmal einen unten, was eine Sackgasse ist, wo hier dieser Powered Coaster steht, der Bear Coaster oder Bears Coaster. Fährt zwei Runden zum Sanyo jetzt, Powered Coaster. War okay. Nicht spektakulär, aber hier mit den Kirschblüten und so, das ist natürlich richtig schön. Und wir hauen euch jetzt, glaube ich, einfach ein paar Impressions rein von dem, was hier noch so steht, weil es sind halt ein paar Karussells, die ein bisschen kurios aussehen, die man vielleicht schon mal gesehen hat, ein paar Monorails. Und dann gucken wir mal weiter, was hier passiert. Hey!
Hier ist eine Toilette. Kreisrund, aber offen überall, aber ein bisschen wieder gemauert und Löcher im Boden und Waschbecken in der Mitte kreisrund. Das sieht aus wie so eine Tempelanlage hier oder für wirklich schwarze Messen. Asido! Was machen wir? Wir gehen jetzt die Treppe runter und gucken mal ein paar Tiere an. Mal gucken, ob die Gehege was besser werden. Das Hochgehege hier, das hier. Warum machen die es denn nicht auf? Verstehe ich nicht. Kannst du nicht gucken? Ja, nee. Mal die Baustelle an, auf dem Zaun, glaube ich, und guck dabei ganz verträumt. Oh. Das darf ich gar nicht. Vorsicht, die Ecke vom Zaun. Oh, Gott sei Dank war das gepolstert. Hallo, ich bin eine Schildkröte. Ich weiß noch nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Ich mach das lieber vorwärts. Das ist halt alles so klein in diesem Land. Ich hab's noch nicht gesehen. Was hab ich noch nicht gesehen? Ja, da ist ja eine Großkatze in einem kleinen Käfig. Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Ich bin. Ach du Scheiße. Nee, cool so ganz kurz zwischendurch vielleicht mal. Wir haben eben gedacht, also ich habe gerade keinen Schwenk gemacht von einer Sache, wo ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie so, ja nicht Verwaltung, aber Werkstätten, Lagerräume, wo Schubkarren und Besen und so sind. Nee, das waren die Rückseiten von Gehegen von Großkatzen, Raubkatzen und ähnlichem. Ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel, dass wir haben schon gedacht, das wird nicht so toll, nicht so schön, nicht so gut, nicht so... Also guten Anführungsstrichen von mir aus, dass es schon nicht so geil ist, wie hier in Japan irgendwie Zoos betrieben werden. Aber das ist hier, das übertrifft ja nochmal unsere unglaublich schlechten Erwartungen. Das ist ja echt grauenvoll hier. Naja, wir gehen jetzt gleich.
Ja. Man sieht schon, dass die Sachen neu machen, also dass sie halt auch, zum Beispiel das von den Schimpansen, so, das ist ja schon neu, aber das ist halt trotzdem nur so behelfsmäßig irgendwie. Also es ist versucht, aber nicht gekonnt, finde ich. Willst du noch mit der Lautstärke was sagen? Ja. Also diesen Lautstärkepegel hier habe ich noch in keinem Freizeitpark gehört, glaube ich, außer vielleicht bei Universal, aber nur weil die Musik da so laut war. Also die Kinder und alles ist hier so unglaublich laut und in keinem deutschen Zoo habe ich es hier so laut erlebt. Also, und dann jetzt in Japan. Ja, und das in Japan, wo eigentlich das Land ist, wo alle super leise sind. Deswegen, vielleicht ist das auch jetzt der Moment, wo alle ausbrechen. Würden die Tiere wahrscheinlich auch gerne machen. Du stehst ja jetzt hier, ne? Ja. Das ist so eine Schlange, ne? Ja. Nein, das ist ein Gebäude, ne? Was ist das für ein Anstellen hier? Das ist, um den roten Panda zu sehen. Der hat zwar ein riesen Außengehege, also riesen Außengehege, aber es ist groß genug, um die ganzen Menschen drumherum stehen zu lassen. Aber der ist anscheinend in seiner Bude. Ja. Und deswegen wollen die alle rein und gucken. Wir stellen uns dafür jetzt natürlich nicht an. So, wir haben jetzt uns nicht alles angeguckt, also euch auch nicht alles gezeigt. Das, was wir gesehen haben, haben wir euch jetzt auch nicht alles gezeigt, ein bisschen was erspart. Wie heißt der Laden hier nochmal? Higashiyama Zoo. Higashiyama Zoo. In, bei Nagoya. Und, weiß ich nicht, ist echt nicht schön. Muss jeder für sich selbst beurteilen, das hier zum... das zu machen oder nicht, wir haben die drei Grauens, mein Gott, das Kind ist im Brunnen gefallen und ich sag mal so, wenn irgendwo anders ein Zoo wäre mit mehreren Achterbahnen in Japan, würde ich da wahrscheinlich auch hingehen. Ist das gut? Weiß man nicht. Wir verschwinden jetzt aber, das tun wir uns jetzt hier nicht weiter an. Wir wollen auf jeden Fall noch rausfinden, was für ein Feiertag heute ist. Es ist gut, dass wir dann heute hier sind und nicht da, wo wir morgen sind, heute sind. Und vor allem fängt es gerade an zu fieseln. Das ist auch schlecht, wenn Achterbahnen in Japan fahren, nicht wenn es regnet. Eventuell, wir wissen nicht, was für ein Feiertag ist, gehen wir vielleicht noch irgendwie mal in die City. Ich wollte mal was gucken. Oder sonst lassen wir uns auch irgendwas Bescheuertes einfallen. Also Unterhaltung gibt es in diesem Video auf jeden Fall noch. Und Alter, wir sind in Japan. Wir sind in den letzten Zügen der Tour übrigens. Es kommt nicht mehr viel. Aber ich glaube, 3 bis 4 Vlogs kommen noch. Nee, dieser und dann noch 3. 2 mit Parks und 1 mit Rückreise. Tschüss. Tschö. Oh, we'll be right back.
Also wir haben gedacht, das Big Camera, das ist eigentlich ein Elektrofachmarkt, aber hier gibt es schon mal Golfschläger. Interessant. Und Taschen und alles. Wir sind in der Golfabteilung. Liberty Walk. Richtig geil. Ey, Leute, hier gibt es auch Spielzeug, aber ey, Eisenbahn ist ja das Ding. Guck mal, wie viel Zeug es gibt. Die ganzen Schienen, Züge, Thomas. Den Hello Kitty Club, den wir gesehen haben. Ja, in der Doku haben wir den gesehen. Den gibt es echt, Leute. Den sind wir leider nicht gefahren, aber der rollt hier ein Hello Kitty Shinkansen durch die Gegend. Alter, ist das cool. Ist das geil. Hier, das ist ja unsere, den fahren wir den ganzen Tag gefühlt. Was alles gibt. Oh, weh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin wirklich in der falschen Zeit geboren. Als ich Kind war, haben wir auch auf Grillen gespielt. Und dann musste der Deckel von der Kiste, wo Spielzeug drin ist, als Grillrost dienen. Man hat sich die Grillzangen aus der Küche geklaut und dann gab es halt ja, überwiegend so Dinosaurier und so, weil das halt die Größe hatte. Aber hier kann man anständig grillen in diesem Land als Kind. Wie geil ist das denn? Keine Dinos mehr grillen. Das ist doch mal wichtig. Alter, hier gibt es so viele GTRs als Spielzeugautos, das macht mich wahnsinnig. Mein Kopf platzt gleich. Ja, also das ist, glaube ich, hier sowas wie so ein Kaufhof Karstadt Galeria-Ding. Statt ein Kameraladen, auch wenn es Big Camera heißt. Wir haben noch keine Kamera gesehen, außer diese Golfschlägerkameras. Hier sind Klimaanlagen ohne Ende. Also irgendwie total kitschig und irgendwie auch cool. Die auch. Wir warten bis 12. Nee. Oder Punkt wahrscheinlich. Ja. Melodies in Motion. Ja, das ist. Du Scheiße. Das ist, finde ich aber cool mit diesem Effekt, dass das so auseinander geht irgendwie. Ich weiß noch nicht wann, aber. Ja, und weißt du wann? Gar nicht. Weil das kann sich ja bewegen. Da oben ist es ja komplett. Ja, da oben, aber hier doch nicht. Das ist davon abgesetzt. Glaube ich nicht. So als an der richtigen Stelle. Ja, jetzt kann ich. Das ist die absolute Reizüberflutung. Gibt es wirklich alles. Alles. Außer einen neuen Popschutz für mein Mikrofon. Das muss weiter elendig aussehen. Wenn man sich immer gefragt hat, so ein Jetpack fürs Tauchen, so, auf die Idee kommst du nicht mal, dass du was brauchen kannst. Ja, hier kommt man sogar auf die Idee, dass man das so hier kaufen kann in einem Laden normal. Auch hier Sony Cinema Line Kameras und alles mögliche haben sie am Start. Preislich von ja, bis, ach du heiliger Strohsack, teurer als bei uns, ne? Aber das ist nicht so teuer. Für dich. Ja. Wenn du so wirklich gar keinen Bock hast, einen Salat zu machen, einfach ein ganzer Salatbock mit ein paar geschnittenen Zwiebeln drauf. Das ist ja schon lecker. Können auch rüber gehen, weil wir müssen ja eh dann auf die Seite, ne? Übrigens, wir waren jetzt bei KFC, haben da was zu essen geholt. Vorher waren wir, nachdem wir im Big Camera waren, bei Barbaras Good Beer Restaurant und wollten da auch was essen und Bier trinken. Da gab es dann auch so Probierkram und alles Mögliche. Ja, aber heute ist ja, wie wir gelernt haben, ein Feiertag. Wir wissen noch nicht welcher. Und da gelten dann die Samstag-Sonntag-Regeln oder Karten. Das heißt, das, was draußen gedisplayt ist, gibt es nicht, sondern nur
irgendwelche Lunch-Sets mit Brotbuffet, wo echt nur Brot ist. Und da Suppe und keine Ahnung was alles dabei. Ja, wir wollten eigentlich nur eine Speise und ein bisschen was probieren, so, aber da haben wir gesagt, nee, dann machen wir jetzt hier nicht Brotbuffet und so ein Quatsch. Also Brot in Japan, Entschuldigung, aber nee, nicht als Deutscher. Seht ihr das offene Fenster? Das ist unser Zimmer. So, wir sind jetzt nochmal nach unten gegangen, vor der Tür. Wir gehen jetzt nämlich noch was einkaufen. Das zeigen wir euch aber nicht, weil das nicht für uns ist. Weil wir Leuten was mitbringen. Ja. Ja, sag ich doch. Wir müssen hier hin. Ja, das machen wir jetzt. Und natürlich nehmen wir uns auch noch mal ein Kaltgetränk mit aufs Zimmer. So ist das ja nicht. So, Leute, wir sind wieder zurück von unserem kleinen Shopping-Trip. Und wir haben da gestern noch was gekauft, was wir euch noch nicht revealed haben. Super Chewy. Super Chewy. Das probieren wir jetzt. 5% hat er. Der da so stöhnt, das ist ein Sumo-Ring. Wir gucken ein bisschen Sumo-Ring. Das ist scheinbar heute irgendwie wichtig oder so. Das läuft nämlich hier überall auf den Fernsehern neben Baseball. Oh, vielleicht geht's auch wieder los. Und wir haben recherchiert, heute ist der Tag des Frühling-Anfangs und das ist ein Feiertag hier in Japan. Deswegen ist hier so Rambazamba, Remi-Demi. So. Ui, das ist geil. Schmeckt auch geil. Ein bisschen zu strong, weniger fruchtig, wie ich es erwartet habe, wie es riecht. Wird dir nicht so schmecken. Nee, das ist schön sauer, ja? Nee, da kommt zu viel der Alk durch. Oh ja, das riecht man. Das riecht einfach, das war auch bei dem Pfirsich-Ding schon so, das riecht wie diese gegorene Frucht dann. Ja, sehr sauer. Ist halt ein Grapefruit, ne? Wow, aber... Nee, also das andere hat mir besser geschmeckt. Das schmeckt nicht scheiße, aber das würde ich mir jetzt nicht kaufen, um es zu genießen. Gucken uns selber im Fernsehen an. Ihr seht es hinter mir. Nee, es ist offen für Nacht in Japan. Und wir gehen. Schüttel doch ein bisschen mehr das Bett auf. Ja, muss ich auch. Warte doch einfach eine Sekunde. Und wir gehen jetzt ins Bett. Und morgen gibt es einen Freizeitpark, auf den ihr alle hyped seid, wir aber nicht. Was das ist, seht ihr im nächsten Vlog aus Japan von der Big in Japan Tour. Wir sind raus, ihr seid die coolsten Euroische, euer Professor Radio Video Magazin. Ja. Tschüss. Ich brauche einen Therapiehund oder so.